Fettepidemie. Szenen aus der Stadt Nottingham in den Midlands, dem Ruhrgebiet der Briten in Nordengland. Hier hat einst Robin Hood den Reichen genommen, um den Armen zu geben. Viel genutzt hat es nicht. Wer aus London kommt, wähnt sich in einem anderen Land. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und das seit Jahrzehnten. Wer hier geblieben ist, dem fehlt die Kraft oder die Perspektive, um wegzuziehen. So prägen Einwanderer, Alte und Hoffnungslose das Bild. Ebenso trist ist es um die kulinarische Landschaft bestellt. Schnell Imbissketten buhlen um ihre Kundschaft. Wer ein Restaurant sucht, das diesen Namen auch verdient, muss lange suchen. Hier zählen nur Preis und Größe der Portion. Das Resultat ist nicht zu übersehen. Großbritannien hält den Europarekord in Fettleibigkeit. Und innerhalb des Landes ist Nottingham Spitze. Nottingham is right up there in the top 10 worst affected cities in the United Kingdom. Nottingham ist eine der 10 am schlimmsten betroffenen Städte in Großbritannien. Als mittelgroße Stadt haben wir hier die üblichen Probleme des städtischen Lebens. Soziale Benachteiligung, schlechte Essgewohnheiten und der Mangel an körperlicher Bewegung haben zu diesem Problem geführt. Das staatliche britische Gesundheitssystem tut sich schwer im Kampf gegen die Fettepidemie. Als Ian Campbell vor Jahren vor dem Problem zu warnen begann, wurde er erst ausgelacht. Nur wenige Ärzte sind heute qualifiziert, solche Patienten kompetent zu behandeln. 133 Kilogramm wiegt John Butterworth heute. 135 Zentimeter beträgt sein Bauchumfang. Richtig fett wurde er erst in den letzten Jahren. Kurz darauf bekam er Bluthochdruck und Diabetes, übliche Folgeerkrankungen der Verfettung. Und so sehr er sich auch anstrengt, sein Gewicht will einfach nicht mehr sinken. The simple answer to give to what causes obesity is was too many calories Adipositas? In, too few. That's an inescapable fact. Zu viele Kalorien werden aufgenommen und zu wenige verbrannt. Das hilft allerdings nicht, den Patienten zu sagen, esst weniger oder bewegt euch mehr. Meine Patienten versuchen verzweifelt, ihr Gewicht zu reduzieren, vor allem wegen der Gesundheitsprobleme, die das Übergewicht mit sich bringt. Aber sie schaffen es einfach nicht. Also müssen wir nicht nur untersuchen, was und wie viel sie essen, sondern auch, warum sie so viel essen und was wir tun können, um diese ungesunde Gewohnheit zu durchbrechen. Im Wohnzimmer von John und Sharon Butterworth. Seitdem beide arbeitslos geworden sind, verbringen sie ihre Tage am liebsten auf der Couch vor dem Fernseher. Mit der Arbeitslosigkeit haben auch ihre gesundheitlichen Probleme begonnen, schleichend und lange Zeit unbemerkt. Erst als ich schnell außer Atem geriet und mich nicht mehr bücken konnte, um meine Schuhe zu binden, habe ich bemerkt, dass ich fett bin. Doch am schlimmsten ist es, die Fotos von früher zu sehen. Ich kann einfach nicht glauben, dass das einmal ich war. Und jetzt bist du Diabetiker. Ja, und ich bin Diabetiker. Und hast einen hohen Blutdruck. Dagegen nehme ich dann. Und Sex haben wir auch nicht mehr, weil er so viel Gewicht zugelegt hat. Ich will wieder auf 90 Kilo herunterkommen. Dann wäre ich glücklich. Auf Drängen seines Arztes geht John Butterworth einmal die Woche ins Fitnesscenter. Es ist ein Teufelskreis. Aufgrund seines Übergewichtes und der daraus resultierenden Gesundheitsprobleme bricht er schon bei der geringsten Anstrengung in Schweiß aus. Die beiden kochen nie. Es ist zu anstrengend. Und wenn sie Hunger haben, wollen sie nicht warten. It's a habit. Es ist eine Gewohnheit. Einkaufen bei McDonald's oder Burger King, dann ist das schon mit fertig gekocht. Oh, I'm the adverts, you see. Und dann all die Werbung im Fernsehen. Kauf diese oder jene Schokolade und dann bekommst du etwas umsonst. Da gab es zum Beispiel diese große Aktion für Mars-Riegel. Wenn man so und so viele Schokoriegel gekauft hatte, bekam man dafür gratis Sponsorsachen. Das macht alles noch schwieriger. Warum bekommt man immer nur Geschenke, wenn man Schokoriegel kauft und nie für gesunde Nahrungsmittel, wie etwa für Äpfel? Das wäre doch viel gesünder. Als alte Industrie- und Arbeiterstadt verfügt Nottingham über ausgedehnte Schrebergärten.
Die meisten sind verwahrlost und werden schon lange nicht mehr bewirtschaftet. Die Stadt versucht deshalb, die Parzellen wieder zu beleben. Sie ermuntert Arbeitslose, Gemüse und Früchte anzubauen. Sei es, um dieses selbst zu essen oder um es auf Märkten zu verkaufen. So will man etwas gegen die Arbeitslosigkeit und für eine gesündere Ernährung tun. Denn Früchte und Gemüse sind teurer als Fertignahrung. Willkommener Nebeneffekt: viel Bewegung an der frischen Luft. Gardening is really great to do. It's wonderful. It's great exercise. You can get out and get moderate exercise. You can get really hard exercise. You can get out and digging. Das verbrennt Kalorien. Burns off calories. Und frisches Gemüse und frische Früchte sind viel gesünder als die Mikrowellennahrung aus dem Supermarkt. Die Leute wissen einfach nicht, wie schlecht für sie ist, was sie alles so in einem Fastfood-Imbiss konsumieren. Sie würden viel besser einfache, natürliche Sachen wie frisches Gemüse essen. Dann würden sie besser aussehen, sich besser fühlen und sich besser bewegen. They'll feel better, they'll look better, they'll move better. Während es sich früher nur Reiche leisten konnten, dick zu sein, sind heute Arme und Benachteiligte weit überproportional betroffen. Wir bewegen uns immer weniger, qualitativ hochwertige Nahrung ist teuer, Informationen spielen eine Rolle, nicht zuletzt aber auch Emotionen. Fettiges und süßes Essen bleibt immer lustvoll und tröstend und ist oft eine der letzten Freuden, die dem Menschen noch bleiben. Emotions are integral. Emotionen haben unmittelbar mit dem Essverhalten zu tun. From the simplest form, das beginnt damit, dass man sich mit einem Stück Kuchen oder Schokolade just to cheer himself up after a bad und geht bis hin zu richtigen Essstörungen. Quite badly affected by eating disorders. Und ein Drittel unserer Patienten hat eine solche Störung. Heaviest of our patients have an eating disorder. Teilweise essen diese Menschen dann bis in die Übel wird. Almost eat until they make themselves sick. And that's dem liegen dann psychologische Probleme zugrunde. So, und da muss man sich zuallererst fragen, warum essen diese Menschen so viel? To move beyond just asking what they eat and try to explore why they do that in the first place. Es bohrt sich in mein Gehirn, bis ich die Kontrolle verliere. Abby und ihr Bruder lieben Karaoke. Selbstverständlich steht in jedem Kinderzimmer ein Fernseher und eine Stereoanlage. Im Freien spielt Abby nie, seitdem sich die Nachbarn lautstark über ihre Figur lustig gemacht haben. Mit sich selbst weiß sie wenig anzufangen. She does confuse boredom with hunger. Sie verwechselt Langeweile mit Hunger. Die meisten Kinder unternehmen einfach nichts mehr. Active activities. Sie finden es entspannend, in ihrer Freizeit vor dem Computer zu they sitzen. Seem to think that sitting in front of a computer for 2-3 hours at a time. Wir haben schon vorgeschlagen, zusammen etwa einen Familienspaziergang zu machen. We've suggested going for family aber das fand Abby langweilig. Oh no, it's boring. Abbys Eltern sind beide berufstätig. Ihr Vater arbeitet Schicht. Das macht es unmöglich, geregelte Essenszeiten für die ganze Familie einzuhalten. So sitzt die Familie fast nie zusammen an einem Tisch. Stattdessen bedient sich jeder jederzeit nach eigenem Gutdünken aus dem Kühlschrank. She really does lack a lot of confidence. Abby fehlt es an Selbstvertrauen. She's got no respect. Sie respektiert sich selbst nicht. Wenn wir sie dazu ermuntern, etwas für sich selbst zu tun, dann sagt sie: Do something with your. What's the point, people only laugh? Die Leute lachen mich doch sowieso aus. So there's sie a lot. Alle Leute starten sie an und lachen sie aus, nur weil sie dick ist. Sie hat einen Punkt erreicht, wo sie keinen Ausweg mehr sieht. And I think sie glaubt, she's actually got to a stage in her mind where she can't see any escape from it. She's always going to be like that. Verglichen mit Großbritannien und den meisten anderen Industrieländern hat die Schweiz etwas weniger Gewichtsprobleme. Doch auch hierzulande nimmt die Zahl übergewichtiger und fettleibiger Kinder stark zu. Bereits jedes fünfte Kind ist übergewichtig und bald jedes zwölfte gilt als fettleibig. Diese Zürcher Schulkinder wollen alle abspecken. Manche unter ihnen leiden unter Stresssymptomen und geraten so in einen Teufelskreis. Wegen ihres Übergewichts werden sie gehänselt und ausgegrenzt. Um Frustrationen, Stress und Angst zu bekämpfen, essen sie anschließend umso mehr. Sie haben sich alle aus eigenem Antrieb entschieden, einen Kurs zu besuchen, der sie lehren soll, sich mehr zu bewegen und bewusster zu essen. Denn
Nur wenn sie sich ihres Ess- und Bewegungsmusters bewusst werden, können sie dieses auch ändern. Kinder haben den Vorteil im Vergleich zu Erwachsenen, dass sie spielerisch neue Essgewohnheiten erlernen können, dass sie ja, wie sehr einen sehr spontanen Bezug noch zum Essen haben und da, das weiß ich auch vom Erfolg, also auch bessere Erfolgsaussichten haben. Also wenn das Kind von sich aus motiviert ist und sagt, ich möchte etwas an meinem Essverhalten ändern und auch meine Bewegung steigern, dann sind die Voraussetzungen sehr günstig für einen Erfolg bei der Gewichtsabnahme. Nach der Sportlektion steht ein gemeinsamer Imbiss auf dem Programm. Jeder hat seinen selbst mitgebracht und dabei auf Kalorien und Nährwert geachtet. Wir machen das einfach jeder kurz Zeit, was er mitgenommen hat. Gut, jetzt anfangen, schöne vier. Salat und Tomaten. Wasser und Farmer. Sandwich und Wasser. So ein Brötchen und Wasser. Super ist, dass alle zu trinken haben. Das ist wirklich entscheidend für den Erfolg sind auch die Eltern. Nur wenn sie ihre Kinder beim Abnehmen unterstützen und gegebenenfalls auch ihr eigenes Essverhalten ändern, können die Kinder ihr Ziel erreichen. Mit dem Willen allein ist es fast nicht zu schaffen. Zu groß ist die Versuchung. Überall und jederzeit ist Essen heute verfügbar. Was einzigartig ist in der Geschichte der Menschheit, dass wir so seit dem Ende Zweiter Weltkrieg ein permanentes Überangebot, kann man sagen, an Nahrungsmitteln haben und auch eine permanente Einladung zum Essen. Also es ist ja so, dass wenn wir uns in einem Dorf oder in einer Stadt bewegen, wir sehen Werbungen für Nahrungsmittel, wir sehen Snackstände und werden eigentlich immer wieder zum Essen eingeladen. Gegessen wird heute überall und jederzeit. Das Angebot ist verführerisch und allgegenwärtig. Und der Mensch ist von Natur aus nicht geschaffen, verlockender Nahrung zu widerstehen. Genetisch sind wir daraufhin programmiert, in den guten Zeiten des Überflusses zuzunehmen, um uns eine Reserve für schlechte Zeiten zuzulegen. Die Nahrungsmittelindustrie macht sich diese urmenschliche Gier geschickt zunutze. We have to look at both the environmental issues of the commercial pressures which are unsere Kinder sind intensiven kommerziellen Kampagnen ausgesetzt. We have fast the availability of food and soft drinks. The level of obesity, say in England, allein in England hat sich die Anzahl Fettleibiger in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Aber das geschieht auch anderswo. Wir beobachten dieses Phänomen in Osteuropa, in China und Indien, ja in ganz Asien, aber auch in Südamerika. Und selbst in gewissen Teilen Afrikas steigt die Anzahl Fettleibiger immer mehr an, weil sich unsere Essgewohnheiten völlig verändert haben. Le Manoir aux Quatre Saisons in Oxford. Eines der besten und teuersten Restaurants Englands. Hier geben sich einige der weltbesten Köche und bekanntesten Ernährungsexperten ein Stelldich ein, um über die Zukunft unserer Ernährung zu diskutieren. Marion Nestle, New Yorker Professorin für Ernährungswissenschaften, ist eine der profiliertesten Warnerinnen vor der globalen Fettepidemie. We have far too much food in the world. Only agricultural economists ever talk about this. But there's so much food available. In the United States alone, we have twice as much food as the population needs on a daily basis. There's an average of 3,900 calories a day worth of food available for every man, woman, and child in the country. And this includes what's produced in the United States, less exports plus imports. Was so it already also accounts als Nahrungsmittelkonzern in einer solchen Situation? And that's about twice as much as anybody needs. Well, if you're a food company, in an environment in which people can only eat so much. Dafür, so you have Leute two choices. Either you get people to eat your food instead of somebody else's, or you get people to eat more in general. But
What they don't tell you is that actually it's also quite high in salt and sugar. Auf Initiative der Gourmet-Köche wird hier darüber debattiert, was sich gegen die Fettepidemie unternehmen lässt. Es ist nicht ohne Ironie, dass sich die besorgten Fachleute ausgerechnet in einem der teuersten Esstempel Großbritanniens treffen. Wer sich das Essen hier leisten kann, besitzt eine dicke Brieftasche, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber keinen dicken Bauch. Betroffen von der Fettepidemie sind in erster Linie Arme und Benachteiligte. It's the poor people who get hit with that as well as all the other problems. Es sind die Armen, die am meisten zu leiden haben. So they have the least options. Sie können am wenigsten wählerisch sein, wenn es um ihre Nahrungsmittel geht. Choices. And if we, that's why I say that obesity is a Folge der Sozialpolitik much more als der Zusammenstellung food des Essens. Food choice is only one part of it. Wenn wir daran etwas ändern wollen, müssen die Leute besser schulen. We need to do something about education. Die Briten haben erkannt, dass sie ihren europäischen Spitzenplatz in Sachen Fettleibigkeit langfristig nur dann loswerden können, wenn sie in ihren Schulen vorbeugend tätig werden. Im ganzen Land hat man deshalb ein unentgeltliches Früchteprogramm gestartet. Jedes Kind soll in der großen Pause eine Banane oder einen Apfel essen. Ziel: Die Kinder sollen sich angewöhnen, 5-mal täglich eine Portion Gemüse oder Früchte zu sich zu nehmen. Doch höchstens einmal in Form eines Saftes, denn dieser enthält die Vitalstoffe nicht in derselben Form, dafür aber viel zu viele Kalorien. An dieser Schule achten die Lehrer auch darauf, dass alle Kinder während der Pausen auf dem Schulhof herumtoben und sich bewegen. Auch bei schlechtem Wetter sollen sie nicht im warmen Schulzimmer bleiben. If we recognize that overweight is a political and a social problem, then we need to take political and social actions to do something about it. And I have a long laundry list of regulations that I think should be considered, starting with taking soft drink market, soft drinks and marketing unhealthy foods out of schools, having universal school lunches so that the schools will have enough money to provide decent food for children and taking the marketing out completely. Das Verbot jeglicher Nahrungsmittelwerbung im Umfeld von Kindersendungen am Fernsehen. Ending agricultural die Abschaffung von Landwirtschaftssubventionen oder zumindest eine Änderung der Subventionen, sodass Früchte und Gemüse billiger werden. These cheap ingredients for processed foods. Bei der Schulspeisung achtet man an dieser Schule in Nottingham sorgfältig darauf, ein gesundes und ausgewogenes Essen anzubieten. So wird sichergestellt, dass die Kinder zumindest einmal am Tag eine gesunde Mahlzeit bekommen, unabhängig davon, was sie zu Hause essen. Ungesunde Nahrungsmittel wie Süßgetränke und Schokoladeriegel dürfen hier nicht verkauft und auch nicht mitgebracht werden. Früher war es alltäglich, dass Automaten mit solchen Produkten auch in Schulen aufgestellt wurden. Das Problem ist zumindest als solches erkannt. Children are the future of the nation. It's really important to instill good eating habits in children now, so that Kinder those eating habits increase es ist wichtig, into their adulthood, sie von Beginn an gute Essgewohnheiten zu lehren, damit sie diese verinnerlichen und dereinst children ihre Kinder weitergeben können. In our society. They're Kinder sind more, viel anfälliger auf Werbung als Erwachsene, die diese besser einordnen und als solche erkennen können. For food advertising and promotions, whereas adults tend to be a little bit more wise and they can recognize these adverts for what they are. Viele Experten sind überzeugt, dass wirkliche Veränderungen im Essverhalten und damit auch im Nahrungsmittelangebot nur von lokalen Bürgerinitiativen ausgehen können. Eltern und unabhängige Fachleute müssten sich organisieren und sich für bessere Schulspeisung oder beispielsweise mit Boykottandrohungen für Werbeverbote einsetzen. Auf Druck solcher Organisationen hat die BBC kürzlich beschlossen, Werbeverträge mit Coca-Cola und anderen Produzenten ungesunder Nahrungsmittel nicht mehr weiterzuführen. Immer mehr Eltern fordern auch eine unmissverständliche Deklaration von Inhaltsstoffen. At the moment, the way that foods are labeled in the UK does not give parents enough information to make healthy choices for their children. The Food Standards Agency has put forward recommendations in its consultation. Part of that recommendation is that manufacturers put descriptors in place saying if a product is high in salt, low in salt, high in sugar, low in sugar. That will really help parents to make healthy choices for their children. At the moment, it's difficult for parents to understand the contents in the food. Eltern sind nicht machtlos.
In diesem Reihenhaus in einem Londoner Außenquartier hat Sally Russell das Internetprojekt NetMums gegründet. Ihr Ziel, die soziale Isolation von Müttern zu durchbrechen und diese lokal zu vernetzen. So bekommt Sally aus erster Hand mit, was Mütter am meisten bewegt. It does create a lot of pressure as you're trying to do your weekly shopping. I do remember a time when just to try and get to the end of the cereal aisle was impossible without one or the other being in tears, you know, and that's a very frustrating thing as a parent. And you can say no so much, but at the end of the day you want them to be happy, and it's very difficult to say no all the time, especially if you yourself don't really know what's healthy and what isn't. Regelmäßige Essenszeiten im Familienkreis sind vielerorts zur Ausnahme geworden. Sally und ihr Mann legen Wert darauf, mit ihren Kindern selbstgekochtes Essen zu festgelegten Zeiten gemeinsam einzunehmen. Festgelegte Essensrituale verhindern unkontrolliertes und übermäßiges Essen, für Kinder wie für Eltern. We noticed that there was a lot of talk about general obesity in children. But actually, when you look at the issue, it seems to be much broader than that. People are really just concerned that what they're putting into their kids from a very early age is healthy. And so it's more about nutrition. It's not just about calories and about fat. It's actually about making sure that the foods they give are additive-free, that are lower in salt and so on. So it's really looking across the whole range of issues there. And the other thing is that we found that there was a lot of debate about going on about speziell die Fernsehwerbung. The advertising of food to children and in particular TV advertising. Immer mehr Fernsehwerbung für Nahrungsmittel wird im Umfeld von Kindersendungen platziert und richtet sich auch direkt an Kinder. Das ist zunehmend strittig. Bei Nestlé, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt, gibt man sich deshalb vorsichtig diplomatisch. Es gibt einige sehr spezifische Überlegungen, die in Betracht gezogen werden müssen, um sicherzustellen, dass Werbung auch kindergerecht ist. Die Werbung darf nicht dazu ermuntern, große Portionen zu essen. Sie darf Kinder nicht dazu auffordern, ihre Eltern zu bedrängen, das beworbene Produkt zu kaufen. Sie darf auch nicht suggerieren, dass ein bestimmtes Nahrungsmittel Status oder Popularität verleiht. Ja. Wir haben Kindern gegenüber eine spezielle Verantwortung und wir werden dieser gerecht, indem wir diese Vorgaben einhalten. In diesem Labor von Nestlé wird getestet, was, wie viele Menschen, wie schmeckt. In diesem Fall geht es um eine Hühnersuppe. Die großen Nahrungsmittelkonzerne vertreiben kaum frisches Gemüse und Früchte. Dafür braucht es sie nicht. Ihr Geschäft sind verarbeitete und haltbare Lebensmittel. Fertignahrung aller Art. Snacks, Getränke, Tierfutter. Unser genetisches Erbe ist dafür verantwortlich, dass uns Zucker, Salz und Fett besonders gut schmecken. Und schmecken soll es, denn sonst essen wir es nicht. Die Lösung der Nahrungsmittelkonzerne? Weniger essen und auch mal etwas zurückgehen lassen. Guter Geschmack und gute Gesundheit sind kein Gegensatz. Jedes Nahrungsmittel hat in einer gesunden Ernährung seinen Platz. Es ist einfach eine Frage der Menge, die man konsumiert. Wir konzentrieren uns deswegen auf Qualität statt Quantität. Schließlich ist auch das Bewusstsein dafür, wie gesund ein Nahrungsmittel ist, stark gewachsen. Während die Nahrungsmittelindustrie die Lösung des Problems der Verantwortung der Konsumenten zuschiebt, sucht die Pharmaindustrie naturgemäß nach einer Pille. Roche, Hersteller des Antifett-Medikamentes Xenical, ist Pharma-Weltmarktführer im Kampf gegen das Übergewicht. Angesichts der weltweiten Fettepidemie sieht man große Marktchancen. In Research in den letzten drei, vier Jahren haben wir unsere Forschungsanstrengungen im Kampf gegen das Übergewicht, vor allem aber auch seine Folgeerkrankungen wie Typ 2 Diabetes, verstärkt. The consequences of obesity, particularly Diabetes. And so früher waren es 5%, heute widmen wir etwa 20-25% unserer Forschungsaufwendungen dem Kampf gegen Fettleibigkeit und Diabetes. 1997 fand man Leptin, einen zentralen Botenstoff der Appetitregulation. Säugetiere, denen Leptin fehlt, sind immer hungrig. Sie erreichen leicht das Doppelte ihres Normalgewichtes. Die Hoffnung, über einen Eingriff in den Leptinhaushalt auch den umgekehrten Effekt erzielen zu können, erfüllte sich nicht. Zunehmen sieht die Natur vor, abnehmen hingegen nicht.
Ein Diagramm der Regelkreisläufe zur Appetitregulation, Fettaufnahme und Energieverwertung. Bei einer Störung im Leptinkreislauf springt ein anderer Regelkreislauf ein und übernimmt dessen Funktion. I think it's probably pertaining to our intrinsic survival, mammal survival. Es hat wahrscheinlich mit dem ganz säugetierspezifischen Überlebenstrieb zu tun, dass unser Körper bei Nahrungsmittelaufnahme und Energieverwertung so redundant und störungssicher steuert. Essen ist so zentral für unser Überleben, dass viele Systeme in unserem Körper unseren Appetit und unsere Energieverwertung kontrollieren und regulieren können. The way to finely tuned the control of appetite, the control of energy. Diesen Laborratten, die kein Leptin haben, wird immer Futter zur Verfügung gestellt. Ihr Tagesablauf besteht nur noch aus Fressen und Schlafen. Die verfetteten Ratten werden in einen Kernspintomographen geschoben. So lässt sich studieren, wann und wo genau sie Fett angesetzt haben. Die Analogie zum Menschen scheint so fern nicht zu sein. Die Ratten können sich gegen das Überangebot an Essen und ihre Unterbeschäftigung im Käfig nicht wehren. Ihre Umgebung lässt ihnen keine Wahl. Sie müssen verfetten. Bei Roche weiß man, wie wichtig der Einfluss der Umgebung ist. Eine Pille wird deshalb immer nur Teil der Lösung sein. Offensichtlich gibt es eine Verbindung zwischen unseren Genen und unserer Umgebung. Unsere Gene, unsere Bedürfnisse und Vorlieben passen nicht mehr zu unserer Zeit und unserer Welt mit ihrem Überfluss. Ich bin sicher, dass wir wirksame Medikamente haben werden, aber das ist nur ein Teil der Lösung. Der andere Teil der Lösung muss sein, unsere Umgebung und damit auch unseren Umgang mit Nahrungsmitteln zu verändern. Frau Röker ist seit ihrer Jugend übergewichtig. Trotz einer Magenoperation leidet sie seit ihrer letzten Schwangerschaft wieder unter starkem Übergewicht. Heute sorgt sie sich um ihr Baby und hat Schuldgefühle wegen ihres Gewichtes. Ihr Arzt versucht, ihr diese auszureden. Weil die haben noch gelernt, dass man schön rund ist, gut, oder? Das war keine Sünde, das ist ihre Krankheit, Frau Jäger. Sie haben eine Gewichtsregulationsstörung. Ich will Ihnen das gerne austreiben, dass Sie immer das Gefühl haben, Sie seien Schuld an. Das ist nicht so. Ich wehre mich vehement gegen das, dass das eine Schuld des Patienten ist. Ich glaube, man kann mit dem Willen schon abnehmen, aber man kann den Willen nicht nur fürs Abnehmen einsetzen, für 40 Jahre. Und was ungeschickt ist in der Natur, die Natur hat sehr viele Mechanismen entwickelt, dass man auf jeden Fall nach einer Hungerperiode sofort wieder zunimmt. Aber sie hat eigentlich keine Mechanismen entwickelt, dass man abnimmt, weil das war gar nicht vorgesehen in der Natur. Mutter und Vater Dietrich haben beide seit einigen Jahren ein Magenband. Mit dessen Hilfe konnten sie endlich abnehmen. Heute sorgt sich Frau Dietrich, weil sie trotzdem wieder zugenommen hat. Gemeinsam mit ihrem Arzt entscheidet sie deshalb, das Magenband zu verengen. Je nachdem, ob man mittels einer Injektion Flüssigkeit zugibt oder absaugt, wird das Band enger oder weiter. Der Schweizer Übergewichtspapst Fritz Horber schwört auf die Chirurgie. Im Übergewichtstherapiebereich ist vieles Voodoo. Es gibt eine einzige Therapie, von der man dokumentiert zeigen kann, dass sie das Gewicht reduziert hält und die Zusatzerkrankungen entfernt. Und das ist die Chirurgie. Mit Röntgenaufnahmen lässt sich anschließend kontrollieren, ob das Band auch die gewünschte Wirkung erzielt. Den Eintritt zum Magen so zu verkleinern, dass nur noch gut zerkleinerte Nahrung langsam in den Verdauungstrakt gelangen kann. Wenn das so weitergeht, wird das Gesundheitswesen unfinanzierbar werden. Und deswegen muss man Geld investieren, dass man das verhindert. Denn ich sehe, wenn im Moment sind etwa 10-20% der gesamten Gesundheitskosten mindestens mit adipositasabhängigen Krankheiten verbunden. Tendenz steigend. Unter dem Motto Übergewicht, wir tun etwas, findet in Thundorf, einem kleinen Dorf in der Schweizer Provinz, die erste öffentliche Veranstaltung der Schweizerischen Adipositas-Stiftung statt. Der Abend ist ein riesiger Erfolg
der Saal zum Bersten voll. Wir wollen kämpfen dafür, dass man die Übergewichtigen respektiert, dass man Übergewicht als Krankheit ernst nimmt. Es braucht sehr Im Anschluss an verschiedene Vorträge gibt es Zeit für Fragen. Informationen zum Thema Übergewicht und Abnehmen sind gefragt. Und Experten wie Fritz Horber sind gesuchte Gesprächspartner. Zum Abschluss findet eine Modeschau für Übergewichtige statt. Dazu singt der ehemals dicke und nach einer Magenbandoperation heute schlanke Raphael Haslinger. Doch dick sein ist schon lange nicht mehr ein nur ästhetisches Problem. Die Fettsucht droht zum größten Gesundheitsproblem unserer Zeit zu werden. Sie sahen die Fettepidemie. Diese Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet.